Okay. Cool. Ernsthaft? Das läuft ja richtig flüssig. So grüßt du also deinen Vorgesetzten, Soldat? Ich wusste, du würdest kommen. Ah, ich dachte mir, ich könnte meinen letzten Tag in diesem Land auch mit meinem kleinen Bruder verbringen. Bist du nervös? Nee. Jemand muss diesen Krieg gewinnen. Ich verwette meinen Allerwertesten, dass ich alle fünf mit fünf Schüssen treffe. Verlockend. Gehören Faustkämpfe jetzt auch zu deinem Trainingsprogramm? Du hättest den anderen Typen sehen sollen. Ja, hab davon gehört. Du hast ihn ins Krankenhaus befördert. Was hast du getan, Jungchen? Egal. Wenn's um ein Mädel geht, ist sie es hoffentlich wert. Und denk immer daran, dass du Mom mit dem Zeug plagst. Du musst der Mann im Haus sein, während ich in Afghanistan bin. Ah, ich kann von hier schon das Abendessen riechen. Versteh mich nicht falsch, das Essen der Armee ist ganz okay. Aber verdammt, ich vermisse Moms gute Chicken Wings. Weißt du noch, wie wir hier Verstecken gespielt haben? Ah, wie kann ich das vergessen? Du warst so schlecht darin. Ich weiß noch, als wir einmal... Rob? Komm schon, Rob? Rob? Okay, Bruder. Mal sehen, was du hast. Ja. Also aufregend auf jeden Fall schon mal. Dass es ruckelt und dass es gar nicht funktioniert so richtig. Das Intro war jetzt sehr lustig. Mal gucken, jetzt geht's ja weiter, der ganze Spaß. Oh je. Ankunft in 2 Minuten. John, wirklich? Ah, sei still! Du benutzt es immer noch, um dich selbst fertig zu machen, Altarjunge? Hängst dich selbst an der Decke und einem befleckten Kreuz auf? Wie poetisch, Rob. Wenigstens kenne ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Das System ist abgekartet, Bruder. Manche werden grundlos verprügelt und manche werden grundlos hochgejubelt. Ist es nicht einsam und anstrengend, an nichts zu glauben? Du bist der perfekte Soldat, John. Naiv, leichtgläubig, gehirngewaschen, Befehlskette, befolgst Befehle. Ja, Sir, nein, Sir. Hey, du lebst doch im System. Große kirchliche Hochzeit. Ehrenwache der Marines. Miller hat deinen Nachnamen. Das war nur sie. Aber du hast wie ein gehöriger Soldat mitgespielt. Woher willst du das wissen? Du warst nicht hier. Aber danke für das tolle Geschenk. Wobei, eigentlich hast du nicht meine Karte geschickt. Sie passt nicht zu dir, Robert. Das sagt jemand, dessen nächste Beziehung wie lange anhielt? 6 Monate? Fühlt es sich schmerzlich und einsam an, wenn man so ein selbstgerechter Scheißkerl ist wie du? Im Landeanflug. Bereit? Bereit. Versucht euch da draußen nicht gegenseitig zu töten. Das will ich nicht eurer Mama berichten müssen. Halt dich an den Plan! Sei kein Roboter. Ich mein's ernst. Die macht mir richtige Angst. Sie macht jedem Angst. So hat sie 2 echt raue Kriegersöhne aufgezogen. Naja, oh, zumindest einen. Und man weiß gleich wer. Genug, ihr zwei. Zerstört die biologische Waffe und exfiltriert. Rein und raus. Keine Neugierde. Das stammt alles aus dem Kalten Krieg, ist vermutlich hochgiftig. Okay. 3, 2, 1, los! Hurra! Ja. Tschüss, Herr Helikopter, tschüss. So, es ist ja mal interessant, also wie gesagt, das Anfangsvideo oder Intro, was auch immer, es war ja so lustig.
es hat ja überhaupt nicht funktioniert eigentlich. Ich muss sagen, dieses Spiel, als es rausgekommen ist, ich habe es nicht gespielt, ich habe es erstmal in Ruhe gelassen, weil ich kenne die Entwickler, ja, das ist ja City Interactive. Jetzt nennen die sich CI Games. Und ja, in der Tat, ich habe jetzt 2 Wochen gewartet und es kamen tatsächlich 2 Patches raus, die insgesamt 1 GB jetzt beinhaltet haben. Und ganz ehrlich, es läuft nicht flüssig. Also ziemlich, also das Video habt ihr jetzt ja selber gesehen, das ist eher zum Göbeln. Ich bin gespannt, wie das gesamte Spiel wird. So sieht es ja zwar schon mal ganz gut aus, kann man ja nichts sagen. Aber ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass es sehr viele Bugs, genau wie die Vorgänger, haben wird. Sniper Ghost Warrior, Sniper Ghost Warrior 2. Ich habe zwar diese Spiele aber nie wirklich gezockt, weil ich immer gesehen habe, dass manche Bugs nie behoben worden sind. Aber ganz ehrlich, wir gucken jetzt mal, wenn es das jetzt genauso ist. Sniper Ghost Warrior 3, was ich befürchte. Naja, lass uns sehen, was passiert. Da sind wir, die Russland-Ukraine-Grenze. Weiß nicht, was ich erwartet hatte. Komm, Jack, Frank, hörst du mich? Ende. Laut und deutlich. Hör zu, Marines. Der Auftrag von JSOC ist die Infiltration einer verlassenen Basis und die Vernichtung der dortigen Biowaffen. Ruhe bewahren. Ende der Durchsage. Verstanden, Ende. Nach dir, ja. Rob. Genau, das wollte ich auf jeden Fall machen. Hä, geht das nicht, dass ich rennen kann? Was ist denn los? Okay, das ist Bullet Cam. Oh mein Gott, also das ist schon sehr interessant. Ich wollte gerade auf Sprinten drücken und dann öffnet sich Steam. Macht Sinn. Von dort oben solltest du bessere Aussicht haben. Alles klar. Erkundungsmodus. Ach, okay. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Testgelände? Nun gut, dann schauen wir mal. Scheiße, ich kann nichts sehen. Wir sind zu weit. Wir müssen wohl einen besseren Platz finden. Ha. Wie wäre dort drüben? Siehst du das Gerüst rechts von der Kuppel dort drüben? Ja, sehe ich. Bin mir aber beim Blickwinkel nicht sicher. Lass uns einfach mal schauen gehen. Okay, also ich finde das, also... Vorsicht, die Felsen sind ganz schön rutschig. Nach dir. Also, immer als Erster. Das hat hey, so ein bisschen... du bist derjenige, der das Navy Cross hält. Dafür habe ich nicht gekämpft. Ja, ja, geh schon. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Siehst du, Kinderspiel. Gute Arbeit. Ah, ich muss hier lang, wusste ich gar nicht. Ja, also, ich weiß nicht, es geht. Ich hätte echt mehr erwartet von Sniper Ghost Warrior. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, bin auf der anderen Seite. Ich auch. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Also manchmal denkt man sich, okay... Ne? Ist hier drüben wie ausgestorben. Zu ruhig für deinen Geschmack? In unserem Berufsfeld bedeutet Ruhe nie Sicherheit. Hä? Was macht diese komische Geräusche? Tod, beweg dich! Nee, ich möchte ganz gerne mal gucken. Ja, die Grafik ist jetzt... Was ist denn? Die Grafik ist was Eigenes wieder. Das finde ich ganz gut eigentlich, ist ganz hübsch. Scheiße, da können wir nicht drüber springen. Früher wäre das dein erster Gedanke gewesen. Ja. Und jetzt? Ich sehe mich mal um. Ja, dann mache ich einfach nur diesen geilen Erkundungsmodus da. Und dann sehe ich so viele Sachen. Geht das auch irgendwann runter, der Erkundungsmodus? Ich spiele das übrigens auch normal, weil ich diesem Spiel einfach nicht mehr zutraue. Darum spiele ich das auf normal. Aber sollte ich dieses Spiel schaffen, sollte mir dieses Spiel Spaß machen und sollte es keine schlimmen und nervigen Bugs geben, werde ich das Ganze auf jeden Fall auch in der Herausforderung auf Herausforderungen machen.
Ja, also heißt auf die schwierigste Stufe, die es gibt bei diesem Spiel. Aber wie gesagt, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Du hast doch bessere Munition. Benutze Sprenggeschosse. Aha. Okay. Wow, verdammt. Gute Arbeit, Bruder. Du gehst vor. John? John? Genau das wollte ich testen, ohne Witz. Okay, das ist cool. Das ist wirklich cool. extra nicht weggegangen. Da können wir nicht drüber springen. Früher wäre das dein erster Gedanke gewesen. Ja. Und jetzt? Ich sehe mich mal um. Wie geil, Mann. Wie geil, ehrlich. Wow, verdammt. Gute Arbeit, Bruder. Du gehst vor. Ja, Sir. Sergeant North, Sir. Ja, sei trotzdem vorsichtig. Ja, weiß ich. Ganz ruhig. Wie geil. Vom Baum erschlagen. Scheint stabil. Pass trotzdem auf. Ah, sei still. Aber cool, dass die das mitbedacht haben. Weil in den Vorgängern wäre das nie passiert. Man wäre niemals gestorben durch sowas. Hörst du das? Helis? Ja, klingt, als würden sie näher kommen. Bleib unten. Lass sie vorbeifliegen. Okay, ja, ich finde, das sieht ein bisschen diese Modelle, das ist mir ja gerade schon aufgefallen, so dass als der Helikopter abgeflogen ist oder abgezogen ist. Das sieht irgendwie so ein bisschen so unsauber aus. Schnell, hinter den Felsen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Schlechtes Gefühl, ja. Aber. Naja. Sieh da. Wölfe. Das erklärt mein schlechtes Gefühl. Glaubst du mir jetzt? Diesmal hattest du wohl recht. Sie scheinen gerade etwas zu zerfleischen. Wir sollten sie nicht töten, wenn es nicht absolut notwendig wird. Gehen wir durch die Büsche. Okay, los. Bleib unten. Die könnten uns angreifen. Glaub ich nicht. Die sind mit dem Aas beschäftigt. Gut. Nee, natürlich Wölfe. Wir laufen einfach dran vorbei. Ja, natürlich, die riechen uns und wittern uns. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Okay, in Sicherheit. Folge mir. So ein Schwachsinn. Voll nicht real life. Also wie gesagt, wir werden, sobald ich das Spiel durch habe und sobald ich denke... Ich habe Fußspuren gefunden. Das Spiel sieht fresh aus. Die Person kann nicht weit entfernt sein. Das ist alles. Du warst immer der Spurensucher in dieser Familie. Was kannst du herausfinden? Ich habe nicht mal gesehen, dass da eine Spur ist. Militärstiefel. Zwei Männer. Müssen Soldaten sein. Armee? Söldner? Späher? Der Form nach zu urteilen, sind sie methodisch. Und die Tiefe? Die deutet an, dass sie etwas Schweres getragen haben. Du meinst Waffen? Sollte man meinen. Wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten. Vielleicht sind sie einfach nur übergewichtig. Dann müssen wir wohl an die Arbeit. Ruhe bewahren. Lass dich nicht ablenken. Das sind bestimmt irgendwelche übergewichtigen Soldaten. Ich kann das Testgelände sehen. Dort befinden sich zwei Söldner. Dafür müssen wir sie überraschen. Ich schnapp mir den Kerl am Rand und du nimmst den am Feuer. Los geht's. Wo will der hin? Weißt du? Was ist hier nicht alles so gut? Das war leicht. Es wird noch mehr geben. Bleib wachsam. Ja, schau dir das an. Was für ein Frack. Hier, nimm sie. Was? Nimm sie? Körper tragen.
Tschüss. Was, was? Eine Drohne soll ich nehmen? Ey, was ist denn? Wechseln zu AK-7. Aha, kann ich die austauschen jetzt mit irgendwas? Ja, natürlich, schmeiß das Gewehr weg. Was? Ich hatte nur ein Sturmgewehr? Okay. Anscheinend habe ich auch ein Sturmgewehr. Da, die Drohne. Zeit zum Aufklären. Du weißt, wie man diese Schönheit benutzt, oder? Ich werde es sicher bald wissen. Juhu! Ab den ersten. Ziel gesichtet. Großartig. Drohne 4, 5. Gut, alle sind markiert. Bring die Drohne zurück. Ich komme. Wo war das denn? Ah, da. Ja, das ist ein ganz nettes Hilfswerkzeug. Aber man sieht schon, wenn ihr mal guckt, die ganzen Texturen, die werden alle nachgeladen, richtig? Seht ihr das? Das ist so ein bisschen, ja, das zeugt nicht gerade von den besten... Nein, da ist niemand. Von den besten Sachen. Na egal, wir schauen mal, wie das, wie gesagt, wird. Das ist der beste Platz für Unterstützung. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Warte mal. Ach, da hinten. Ich hab mich gerade gefragt, wie ich mich hinlegen kann. Kann man sich überhaupt hier hinlegen? Denk dran, John. Leise. Wir müssen sie nacheinander ausschalten, ohne bemerkt zu werden. Konzentrieren wir uns, alter Junge. Erstes Ziel, auf dem Dach. 270 Meter. So, da müssen wir dann mit Sicherheit unsere Zielerhöhung anpassen. Wir sind, glaube ich, auf einer Distanz von 100. Wir können natürlich ranzoomen, das ist ja klar. Das finde ich natürlich sehr geil, weil ein Scharfschützenspiel ist sehr wichtig. Ausgeschaltet. Bestätigt. Tango auf dem Dach. 180 Meter Entfernung. Das macht richtig Spaß. Bleib stehen. Nee, warte mal. Das ist auf jeden Fall auf 200. Bullet Drop. Tango ausgeschaltet. Tötung bestätigt. Drittes Ziel. Patrouille. 160 Meter entfernt. Am Bach. Warte auf den passenden Moment. Na guck. Wir sind ein Team, erinnerst du dich? Sei still, Rob. Ich schaff das schon. Hör auf, wie immer so egoistisch zu sein. Warum? Willst du auch was? Hä? War da nicht gerade noch was? Sachte. Sie schwärmen aus. Verfehlt. Wir sind erledigt. Was? Ich gehe mal davon aus, dass er die Leiche gefunden hat, oder? Kann das sein, dass er die Leiche gefunden hat? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der eine die Leiche gefunden hat. Oh mein Gott, ey. Denk dran, John. Leise. Wir müssen sie nacheinander ausschalten, ohne bemerkt zu werden. Konzentrieren wir uns, alter Junge. Erstes Ziel. Auf dem Dach. 270 Meter. Okay.
Ausgeschaltet. Junge, Tango down. Tango auf dem Dach. 180 Meter Entfernung. Bleib stehen. Tango ausgeschaltet. Tötung bestätigt. Drittes Ziel. Patrouille. 160 Meter entfernt. Am Bach. Warte auf den passenden Moment. Ach so, ich hatte den da schon kaputt geschossen. Ah. Das war der falsche, den ich kaputt gemacht habe. Ich glaube, das steigt noch auf 200 Meter. Sachte, sachte, sie schwärmen aus. Schieß! Ziel ausgeschaltet. Bestätigt. Der zweite. 160 Meter entfernt. Tja. Tot. Sehr tot. Fünftes Ziel. 200 Meter. Warte. Ein Fahrzeug im Anflug. Sechstes Ziel gesichtet. Du musst dich konzentrieren. Du kannst nur einmal schießen, also versag nicht. Zwei Abschüsse bestätigt. Guter Schuss. Abseilen. Da war doch einer im Haus, oder nicht? Hä? Okay. Anscheinend doch nicht. Aha, sogar ein Schalldämpfer kann kaputt gehen. Ach ja, der hat ja da so einen Balken, der Schalldämpfer. Ich bin unten. Ich auch. Folge ich mir, auch. Brüderchen. Und wo ist deine Frau derzeit? Irak? Türkei? Miller? Ist im Kongo. Macht eine Reportage über den lokalen Kriegstreiber. Ja, hab schon von gehört. Man denkt drüber nach, den Arsch wegzubomben. Machst du dir Sorgen? Nee, sie ist knallhart. Sieht nur zerbrechlich aus. Ein Fahrzeug kommt. Ich kann den Fahrer sehen. Ach, lass mich das machen. Warte, vielleicht weiß er etwas. Ich bin auf Position. Ja, ich hab die Frau. Bring ich dir gleich. Nein, wir haben uns nicht getroffen. Sie sollten hier drin auf mich warten. Okay, ich... Eine falsche Bewegung und du bist tot. Wie viele von euch? Vier. Gute Arbeit. Ein Tag wie jeder andere. Warum liegt jetzt hier Blut? Erinnert mich an meine Zeit in der Navy. Konzentrier dich, Rob. Na gut. Hat der den doch nur geschlagen, so ein bisschen? Wir sind da. Verstanden. Das war ein Testgelände für biologische Waffen. Ihr müsst den ganzen Scheiß hochjagen. Roger. Verstanden. Eindringlinge entdeckt. Was? Verdammte Kameras! Ah, sie haben uns bemerkt. Jetzt bringt es nichts mehr, leise zu sein. Gut, lass uns was Gutes tun. Nach dir. Ernsthaft? Mach schon, beweg dich! Gut, du gehst zuerst.
John? Was? Miller freut sich immer noch drauf, dich zu treffen. Kann nichts versprechen. Aber wenn wir hier durch sind, versuche ich mal vorbeizukommen. Wie geil. Gut. Komm schon, Bruder. Ja, ja. Zeig schon, was du kannst. Gute Arbeit, Bruder. Jederzeit. Ja. Wie läuft's bei dir, John? Gab's nicht jemanden in Afghanistan? Was ist mit dir? Wie hieß sie? Lea? Lydia. Also, warum seid ihr nicht? Lass es, Rob. Okay, vergiss es einfach. Es war jetzt gerade ein bisschen sehr stumpf, dieser Kampf. Aber das habt ihr, glaube ich, selber gerade mitgekriegt. Nutze das CCTV. Wir schlagen sie bei ihrem eigenen Spiel. Jetzt markiere alle Feinde hier drin. Alle markiert? Dann los. Muss ja gar nichts machen, kann das sein? Oh. Okay, das ist der Eingang zur Deponie. Unser Ziel muss sich in der Nähe befinden, John. Auf geht's! Also. Sauber, los. Das ist schon ein bisschen stumpf. Auf jeden Fall. Gut, hier sollten wir die Ladungen platzieren. Weißt du noch, wie das geht, Bruder? Der Bruder, deponiere C4. Ach, da unten. Ich sichere die Tür. Beeil dich, John. Söldner, knallt sie ab! Noch mehr! Komm schon, John, Helikopter ist da! Was zur Hölle? Waffen fallen lassen! Fallen lassen! Wissen Sie, Mr. North, ich glaube, die besten von uns haben viel Glück. Eins, zwei. Bis zum nächsten Mal, Mr. North. Töte ihn nicht. Okay, also das war der Prolog, den wir erfolgreich absolviert haben, mit zweimal Neustarten, einmal wegen dem Baum, was ich so geil fand, und ja, irgendwie wurde wie eine Leiche entdeckt, ich weiß auch nicht, irgendwie war das ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall interessant, dass jetzt zum Übergang in das richtige Spiel oder halt neues Level geladen wird, dass da die Musik kommt und dass das Laden schon alleine 2 Milliarden Jahre dauert. Es ist sehr interessant. Die Videos sind nicht mal hochauflösend. Das ist ganz krebserregende Ansichten. Also ich weiß nicht. Spiel startet, nichts passiert. Ist interessant auf jeden Fall. Mein System ist die 1080 als auch die 7 und so.
so weiter und so fort und es funktioniert sehr grauenhaft. Aber egal, ich werde das Spiel trotzdem weiterspielen, weil bis jetzt geht's ja noch. Bis auf gerade mit diesem komischen Kampf. Hier spricht das J-Zog Hauptgott hier. Wir schicken Ihnen Koordinaten für den naheliegenden Unterschlupf. Dort finden Sie Ausrüstung und fehlende Informationen. Die Glück Marine. J-Zog, Ende der Durchsage. Ja, dann fahren wir mal dahin, wa? Ja, erstmal direkt Radio ausmachen. Warum auch nicht? Lodestar. Melde dich, Lodestar. Hier ist Whiskey Foxtrot Sierra. Wow, Frank, bist du das? Ich will nur sicherstellen, dass du bei der Sache bleibst. Hey, alles gut bei mir. Ich tue nur meine Arbeit. Hör mal. Das mit deinem Bruder tut mir leid. Okay. Also, was machen wir? Das wurde dir nicht gesagt? Ja, wurde es. Aber ich will es von dir hören. Okay, Whiskey Foxtrot Sierra, Sir. Starke Zunahme der Aktivitäten durch Separatisten in diesem Bereich von Georgien. Die Lage ist labil, da haben die Chefs recht. Aber diese Kerle sind besser ausgebildet und haben hochwertigere Waffen, als man es normalerweise in dieser Art von Operation sehen würde. Die bereiten etwas Großes vor. Ihr Anführer scheint ein wirklich fieser Mistkerl zu sein. Oh, und er ist verdammt clever und wird wie ein Gott gefürchtet. Also brauchen wir eine gute alte Ablenkung und etwas Chaos zwischen diesen Querulanten. Zeig ihnen, was es wirklich bedeutet, einen Gott zu fürchten. List und Ehrfurcht. Genau. Die Einzelheiten über die Mission findest du auf deinem Laptop. Die erste ist schon da, Marine. Wir haben eine sichere und verschlüsselte Verbindung. Gibt keinen Grund für Codenamen und anderen Geheimnisscheiß. Ich scherze doch nur, Lodestar. Sims, Ende. Ende. Ja. Okay. Interessant auf jeden Fall. Also es soll ja Open World sein, also man könnte hier rein theoretisch überall hinfahren, wo ich nicht wollte. So, unser Kollege ist anscheinend kaputt gegangen, ich weiß es nicht, wo der ist. Wir haben überlebt. Es bleibt spannend in der nächsten Folge und darum würde ich sagen, wir sehen uns dann auch dementsprechend in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.